Moin Leute, Trimax hier. Willkommen zum großen Clash of Clans Juni Update. Es ist da. Vorher war meine Base komplett maxed. Ich hatte so viele Mauern oben, wie es geht, auf Level 16. Ich habe die komplette Verteidigung maxed. Ich weiß gar nicht, im Labor ist noch nicht alles maxed. Habe ich bei denen... Ja, und auch hier geht es ja weiter, ne? Zwei weitere Begleiter kann man jetzt auch auf Level 15, glaube ich, bekommen. Was völlig krass ist. Rathaus 15, das war das letzte Update, was hier rauskam. Aber jetzt gehen erst die ganzen Verteidigungen hoch. Und Helden. Oh mein Gott. Und die sind auch so teuer. Das ist mit Abstand das teuerste Update aller Zeiten. Wir gehen jetzt hier wieder ganz brutal Pay-to-Win-mäßig rein. 1000 Euro werden wir für das Update ausgeben. Wenn euch das Ganze gefällt, gerne den Kanal abonnieren. Es sollte dieses Jahr noch weitere Clash of Clans Updates kommen. Es kommt bald ein sehr großes Clash Royale Update. Da gehen wir dann auch wieder richtig Pay-to-Win-mäßig rein. Und wenn ihr das Ganze unterstützen wollt, wir nehmen die Gelder... Guck mal, wir werden die ganzen Dinger hier holen. Wir nehmen die Gelder aus dem Creator-Code. Den könnt ihr hier alle 7 Tage eintragen. Macht das, ehe ihr euch einen Season Pass holt. Angebot oder so müsst ihr euch nicht holen. Man kann alles farmen in dem Spiel. Gönnt euch aber... Season Pass macht auf jeden Fall Sinn. Wenn ihr das Spiel wirklich viel spielt, drückt ihr einfach auf Code senden. Fertig. Jeder Einzelne, der dann drängt, vielen, 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 vielen Dank für den geilen Support. Und damit ermöglicht ihr diese Folge. Wie viele magische Gegenstände habe ich denn noch? Ich habe 4 Runen. Das wird so knapp, ne? Ich habe ein paar Universalbücher, das ist gut. Wir wollen jetzt mit 1000 Euro das Dorf so weit bringen, wie es geht. Als erstes macht Sinn der Pass. Der macht alles 20% günstiger. Sehr gut, Pass habe ich. Jetzt wollen wir als erstes den Pass durchpayen. Auch das tut natürlich immer richtig weh. Aber guck mal, hier seht ihr schon, es wird alles günstiger. Das ist auch das aller dümmste. Ihr seht, wie wir es jedes Mal problemlos Free-to-Play schaffen. Also wirklich ohne Probleme. Du musst nur alle 2 Tage einmal angreifen und kriegst den Pass gemaxt. Also das sind hier wirklich die dümmsten Gems überhaupt, die man ausgeben kann. Hier aber auf dem Pay-to-Win-Account nicht, weil wir wollen dieses 20% Bauarbeiterschub, Forschungsschub und Ausbildungsschub. Das ist das allerstärkste im Pass. Die anderen Sachen sind alle nice to have. So, da kommt auch nochmal ein Hammer. Okay, das haben wir. Oh, okay, das sind einige Runen. Das sind einige Runen, aber auch 120 schon. Kann jemand mitrechnen, bitte? Das kann man sich nur einmal holen, ne? Also, wir haben einmal Pass und den Pass durchgepayt. Und jetzt holen wir uns das für 120. Wenn einer mitrechnet, wäre super. Guck mal, jetzt kommt direkt schon Bestätigung erforderlich. Der denkt immer so, Alarm, Alarm, PayPal, Hilfe, Hilfe. Da versucht sich jemand aus New York einzuloggen. Kauf bestätigen. Um unbeabsichtigte Käufe zu vermeiden, sind Käufe erst wieder möglich in 12 Minuten. Möchtest du jetzt kaufen, drücke bestätigen. Bestätigen, jetzt kaufen. Rune des dunklen Elixieres. 23 Euro. Man sieht nichts, ja, weil man hier meine PayPal-Daten sieht, meine Kreditkarten, meine Telefonnummer, meine Mailadresse. Du bist jetzt startklar. Zack, mitnehmen. Zurück in den Shop. Rune des Goldes. Für 6 Euro nehmen wir mit. So, jetzt nochmal Shop. Haben wir noch Buch der Helden für 1 Euro? Ja, nehmen wir mit. 10-facher Wert. So, und jetzt holen wir noch das letzte. Das ist nämlich ein neues Item. Bauarbeiter-Sterneglas. Nehmen wir mit. Stimmt, es gibt noch 2 neue Items. Das sind einmal die Sterneglas-Dinger und einmal die Pet. Ah, hier, Pet. Hä? Wieso habe ich davon 22 Stück? Haben die sich verwandelt? Begleitertrank, wo habe ich denn 22 Stück her? Oder waren die mit dabei? Ich hab die nicht gekauft. Wo kommt das denn jetzt her? Okay, wir haben jetzt erstmal alle Angebote gekauft. Gut. Es gibt alleine... Okay, den Monolithen kann man nicht upgraden. Eagle Artillery. 16 Tage? Das geht ja. Gut, ich habe jetzt auch 20% Tage abgezogen. Aber das machen wir auf jeden Fall. 17,2 Millionen. Die sieht dann auch richtig krass aus. Nutzt direkt einen Hammer. Zack. Mächtig. Passt jetzt zur Farbe der Mauern. Was sehr geil ist. Was sehr, sehr cool ist. Okay, Inferno-Türme gehen auch nicht. Tesla geht. Oh, Tesla sieht auch krass aus. X-Bogen sieht auch schon krass aus. Minenwerfer, Bogenschutz und Turm geht. Oh, okay, guck mal. Geht ja sogar. Luftabwehr geht auch nicht hoch. Magierturm geht auch nicht hoch. Doppelkanone und der Stuff nicht. Minenwerfer nicht. Okay, so viel gibt es dann nicht, oder? Helden wird natürlich unglaublich teuer. Begleiter. Schau oben nach. Ja, ja, ich weiß. Also Helden nehmen wir safe. Mauern ist auch super teuer. Ich würde sagen, wir ziehen mal einen Tesla hoch. Geht auch die Bauarbeiterhütte? Okay, die Bauarbeiterhütte geht auch hoch. Für 13. Das ziehen wir mal hoch. 3151 können wir knapp machen. 14 Tage. Beenden wir das mit einem Buch. Wie viele Bücher habe ich? Ich habe auch noch Universalbücher. Oh, ich habe viele Bücher. Nehmen wir. Zack. Okay, dann nehmen wir jetzt das Goldlager. Füllen das auf. Zack. Die neuen Goldlager. 22 Millionen. Was geht? Sind die Streukatapulte? Das sieht man auch vom Design, weil die noch dieses... Krass, das Ding geht hoch. Ja, okay, ich lade nochmal Gems auf. Dass wir immer so viel aus einer Rune rausholen, wie es geht. Ich lade nochmal für 120. Ach, das ist jetzt ja 120 auch noch, ne? Shit. Naja, egal. 120, so. Inflation, die reingeht. Ich denke immer 14.000 Gems, 100 Euro. Aber ist jetzt schon echt seit einem Jahr 120 Euro kaufen. 100 Euro aufgeladen. Dann würde ich sagen, wir den Rest jetzt hier in... Hier rein. Ich habe für 26 Euro den Stuff gekauft. Das gibt's ja nicht, ne? Wie viele... Bücher, Bauarbeitertränke habe ich. Oh, das darf man auch nicht unterschätzen. Guck mal, ich habe 15 Bauarbeitertränke und einer reduziert um 10 Stunden. Sehe ich das richtig? Das heißt, wenn ich davon 15 Stück habe, sind das 150 Stunden.
Das mache ich am Ende. Ich werde am Ende alles verbessern und alle Bauarbeitertränke zünden, oder? Macht das Sinn? Die nächste Rune des Goldes und ziehen instant das nächste Streukatapult hoch. Zack. Geil. Wenn wir wieder davon was übrig, dann ziehen wir das jetzt hier hoch. So. Dann zünden wir die nächste Rune des Goldes. Was haben wir denn jetzt hier noch? Bauhütten, 3 Stück gehen noch hoch. 4 Tesla, suchende Luftmine, Mauern. Fallen sind jetzt nicht so essentiell. Bauhütten und halt die Tesla. Ich würde sagen, die Scattershots nehmen wir hoch mit dem Buch. Zack. Ja, die sehen krass aus. Zack. Beide hoch mit euch. Hier noch eine Bauhütte hoch. Dann zünden wir noch eine Rune. Das ist so dumm, ne? Vor allem auf der anderen Seite spielen wir ja den Free-to-Play-Account die ganze Zeit, ne? Wo wirklich jeder einzelne Gem hoch und heilig ist. Und hier werden die einfach nur rausgeknüppelt, die Gems. Die sind gleich wieder alle weg. Kein Arbeiter mehr frei. Dann zünden wir hier das Buch drauf. Haben wir noch eine Rune des Goldes? Ja, wir haben noch eine Rune des Goldes. So, wo ist hier noch ein Tesla? Da ist noch ein Tesla. Zack, zack. Wieder voll. Trader-Code ist drin? Ja, hoffe ich doch, oder? Oh mein Gott, stell dir mal vor, jetzt wenn einen Trader-Code nicht drin gehabt, da wäre ich ausgerastet. Hier nehmen wir eine Hindernisschaufel. Die sind ja neu, dass du dann hier die Sachen so immer wieder hin und her bewegen kannst. Ich mache mir hier irgendwie eine Baumreihe. Ich weiß nicht, ob. Also ich habe es noch nicht bei keinem anderen gesehen. Ich mache hier alle Tannen hin. Ich weiß nicht, ob das cool ist. Die kann ich dann immer alle bewegen, ne? Die kann ich ja. Oder? Oh nee, echt nicht. Man kann die nur einmal bewegen. Ach, die habe ich mit der neuen Hindernisschaufel. Ah, okay. Die alten Dinger, die ich mit der alten Hindernisschaufel entfernt habe, die kann ich nicht mehr bewegen. Aber die ich mit der neuen Hindernisschaufel entfernt habe, das kann ich jetzt einlagern. So, was haben wir jetzt noch? Wir haben noch eine Bauhütte. Dann wollen wir erstmal wieder einen Tesla beenden. Hier ist noch eine Bauhütte, die fehlt. Zack. Alles graded up. Schön. Immer noch ein Tesla. Sage mal, wo denn? Den Tesla finishen wir wieder mit dem Buch. Und zünden die nächste Runde des Goldes. Hier ist irgendwo noch ein mieser Tesla. Ich sehe ihn nicht. Ich will nicht oben übers Menü gehen. Ich will ihn finden. Da ist er. Auch wieder Buch einsetzen. So. Guck mal, jetzt ist die Defense oben. Ja. Es fehlt Fallen und Mauern fehlen. Aber die Defense ist oben. Okay. Okay. Wofür kann ich jetzt noch mein Gold ausgeben? Eigentlich nur für Mauern. Stimmt's? Oder habe ich einen Denkfehler? Gold? Nee, kann ich nicht Helden machen und nichts. Bomben. Jetzt machen wir erstmal weiter mit dem Elixier. Was macht denn der Giant hier überhaupt? Was soll der Scheiß denn hier? Wo kommst du denn her? Sorry, aber du musst abbrechen. Absichtlich kein Buch. Okay, Kobolde gehen ein höher, das ist cool. Packer geht hoch, Yeti geht hoch. Elektro-Titans und Elektro-Drachen, womit ich hier im Account angreifen will, geht nicht hoch. Der Drache, Heiler hoch ist krass. Oh, das will ich machen. Das ist es. 1000 Gems habe ich nicht mehr. Mist, wir müssen aufladen. Schreibt bitte auf die Liste. Warden-Lehrling. Ja, ja, es gibt auch eine neue Einheit. Die fühle ich aber noch gar nicht, aber die werden wir auch testen. Dunkle Kaserne ziehen wir hoch. Da kommt der Warden-Lehrling. Graden wir auch instant ab. Da haben wir ihn. Jetzt gehen wir ins Forschen. Welche Truppe wollen wir upgraden? Heilerin wollte ich unbedingt machen. Heilerin wollen wir unbedingt machen. Da ziehen wir mit der Rune des Elixieres das einmal nach oben. Graden die Heilerin ab. Die wurde auch nur ganz, ganz bisschen besser, ne? Also wirklich nur ein Hauch besser. Der Packer auf neuen Level sieht krass aus. Ich hab auf meinem Free-to-Play-Account besseren Zap als hier. Ach du Scheiße, es sind jetzt die Superschweinereiter dazugekommen, ne? Auf welchem Level kriegt man den Warden-Lehrling? Oh, den müssen wir eigentlich hochziehen, aber der kostet so viel. Aber ich will den einmal spielen, die neue Truppe. Was machen wir jetzt? Weil die Heiler geupgradet wurden, möchte ich Heiler Queen Walk machen. Punkt, Ende, aus. Da diskutiere ich mit niemandem. Heldenbuch, zack. Rune des dunklen Elixieres. Königin, zack. Heldenbuch. 56 Euro. Finish. Jetzt ist das wieder leer. Auffüllen. Queen auf 89. Ich mach das anders. So, jetzt bin ich wieder auf 0. Dunkles Elixier. Hochziehen. Queen auf 90. Queen auf 90. Dazu Einhorn auf maximalem Level. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal... Was ist denn hier alles? Hier geht mal bitte alle weg. Das ist es. Damit möchte ich gleich einmal angreifen. Queen 90. Heilendes Einhorn 10. Also beides maxed. Und jetzt ist ganz neu ein Level dazu gekommen. Der Heiler. Okay, bei den Heilern muss man ganz doll aufpassen. Ich weiß noch, damals 2015 war der Queen Walk so OP. Der war da noch nicht balanced. Also der war da, das war ganz katastrophal, weil der viel zu stark war. Die dürfen nicht in Reichweite der... Ach, Digga, halt's Maul. Angriff Gladiatorin. Lässiger Einsatz. Props gehen raus. Hat sie toll gemacht. So, jetzt muss die Gladiatorin hier ein bisschen mithelfen.
Sie sind gleich in der nächsten Reichweite der Luftabwehr. Dann würde ich sagen, das gefällt mir nicht. Die muss ich einfrieren. Ich habe keine Ahnung, wie ein Queen Walk geht. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Ich friere das nochmal ein. Kann die Queen bitte alles töten? Yo, da ist Frosty! Gut, Queen lebt immer noch. Geht weiter. Nochmal einfrieren. Also es ist ein sehr schlechter Queen Walk, absichtlich. Ich will auch nicht die Elektro-Titan einsetzen. Ich möchte einfach nur, dass die Queen für immer überlebt. Wird wieder hochgeheilt. Queen war schon low. Kassiert jetzt hier auch ordentlich Damage, aber die Heiler sind da. Das Einhorn ist da. Ey, was macht ihr denn jetzt da? Raus aus der Reichweite. Queen war fast down, ich habe sie nicht gezündet, sie lebt. Ja, die Zeit, das war ja klar, dass das nicht passt. Jetzt können wir mal den Rest hier einsetzen. Ich habe keinen Heilzauber mehr, wir müssen jetzt den Warden zünden. Kriegt die Queen den Inferno-Turm down? Ja, kriegt sie. Queen lebt immer noch. Queen lebt, noch nicht gezündet. 15 Sekunden noch, Warden ist down. Experiment geglückt. Queen ist immer noch bis zum Ende des Kampfes full life. Jetzt nochmal zünden, die geht eh nicht mehr down. Perfekt, das wollten wir. Queen ist nicht gestorben. Ein Stern, das ist egal. Die haben die Heiler wirklich nur ganz, ganz bisschen minimal verbessert, weil die, wenn die unbalanced sind, ist völlig vorbei, ne? Experiment Save the Queen hat funktioniert, ja. So, jetzt super Schweinereiter sind auch neu, ne? Ich habe meine Schweinereiter auf Level 6 auf dem Patreon-Account, das ist ja auch richtig Arschritze. Und wir haben die neue Truppe. Ich würde gerne einmal einen Golem spielen und der gibt dann plus 30%, ne? Das ist krass. Wie viele Bücher habe ich? Okay. Des Kampfes, 5 Stück. Einmal Golem ist immer noch das Viech mit dem meisten Leben überhaupt im Spiel, ne? Wieder leer. Wieder zusammenrechnen, Leute. Nochmal 120 Euro dazu. Zack. Rune des Elixieres forschen. Golem maxed. Lehrling maxed. Sehr gut. Das mit dem Schweinereiter nervig. Ist jetzt der Superschweinereiter reingekommen? Ist das ein Bruch? Ist das bescheuert, wirklich. Ich habe einen Schweinereiter nicht maxed. Mann, was ist das für eine Scheiße? Wie dumm ist das denn? Nochmal aufladen. Schweinereiter maxed. So, Schweinereiter Level 12. Verstärken. Super Schweinereiter. Sieht cool aus. Fantastisch. Der Schweinereiter kann sich jetzt teilen, wenn der stirbt. Okay, ich hoffe, die sind schön stark. Wollen wir noch einmal ganz kurz ein bisschen Warden-Action machen? Mit Warden-Action meine ich... Zack und zack. Rune des Elixieres. Warden. Hochziehen. Finishen. Warden. Zack. Eine Rune des Elixieres einsetzen. Warden hochziehen. Warden mit dem Buch beenden. Warden hochziehen. Buch beenden. Warden, maximales Level. Das neue maximale Level. 65. So. Dann würde ich sagen, gehen wir rein in den Angriff. So, als erstes werfe ich immer 4 Erdbebenzauber auf die Eagle Tillery. Dann bringe ich noch ein paar Knallzauber dazu. Dann ist die schon mal weg. Cool, dann müssen wir uns darum keine Sorgen machen. Das Ding ist Multi, das ist easy. Einer ist schon weg, das Ding ist auch Multi, ist easy. Okay, das wird auf jeden Fall 3 Star. Golem, Golem, Golem. Hier ein Wardens Lehrling dazu, da auch. Hier den normalen Warden dazu. Mauerbrecher reinsetzen, Mauerbrecher reinsetzen, Mauerbrecher reinsetzen. King und Queen dahinter. Gladiatoren erst gleich. So, jetzt die Hexen. Wo ist mein Wardens Lehrling? Warum ist der Golem tot? Wo waren das? Was passiert hier? Wo sind die Wardens Lehrlinge? Siege-Maschinen vergessen. Hilfe. Beide Lehrlinge tot. Ich habe gerade 500 Euro für die bezahlt. Warum ist Golem so schlecht? Warum ist... alle Hexen sind tot. Verloren. Was haben die Lehrlinge gemacht? Den Typen hätte ich so mit meinem Free-to-Play-Account gelegt. Kein 3-Star. Gegen Rathaus 13. Die fand ich schlecht. Direkt nochmal, bitte. 1, 2, 3. Wardens Lehrling dazu und Warden. Jetzt mal nicht direkt wegsterben hier. Oh, meine Helden fehlen. Das wird wieder kein 3-Star. Oh, oh, der Gegner hat einen Elektrodrachen. Der tötet alles. Einfrieren. Hilfe. Das ist schon, der Angriff ist schon wieder vorbei. Der Angriff ist schon wieder vorbei, bevor er losging. Stunt der eigentlich? Der Sepp, den Inferno-Turm. Lebt jetzt mein Lehrling noch? Wo ist der Lehrling? Sind die Lehrlinge tot? Da ist er. Ich weiß echt nicht, ob das worth ist, Leute. Beim besten Willen. Ich weiß nicht, ob der ist. Warum läuft der da rum? Springt er über die Mauer? Bro, der kann über Mauern springen. Das ist doch schlecht. Lehrling tot. Queen
bricht an der Mauer wieder komplett zugrunde. Das Rathaus sehen wir noch mitten ins Dunkle. Raus hier, raus hier. Okay, Itzu hat gesagt, die Wardens Leerlänge werden nicht kompetitiv gespielt. Und ich sehe es auch nicht. Golem-Erdbeben ist auch auf dem Rathaus richtig beschissen. Aber guck mal, du kriegst 20% mehr Leben. Wofür? Du kannst dann lieber mehr Hexen mitnehmen oder mehr Superhexen oder mehr Bowler, oder? Ich sehe nicht die Lehrlinge. Also ist cool, ich mag die Truppe, der sieht geiles Design, cool gedacht mit den Warden, geile Aura, 30% mehr Leben. Aber reicht das? Okay, jetzt greifen wir mit Schweinereitern an. So, als erstes Queen Charge. Ich hasse es immer, wenn die Heiler angegriffen werden. Guck mal, jetzt läuft sie wieder andersrum, Mann. Oh mein Gott, bin ich kacke. Jetzt wird sie auch noch von dem Bogenschützenturm angegriffen. Das war so bad. Freeze. Freeze gewastet. Aber eine Heilerin gerettet. Mauerbrecher. Jetzt muss ich langsam in die Mitte gehen. Warden auch. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Okay, und wir bringen die Superschweinereiter. Das sind verdammt viele. So, die sind alle drin. Wenn die jetzt sterben... Heilzauber hin. Hier auch. Wenn die sterben, teilen die sich auf. Guck mal, jetzt ist da ein Schwein alleine und dann ist da der Schweinereiter alleine. Alles einfrieren. Deswegen kann der Inferno-Turm die auch nicht... Da seht ihr. Seht ihr den Salto? Zack, jetzt ist er da. Okay, jetzt kann der Idiot nicht mehr über die Mauer springen. Das ist natürlich bad. Der Schweinereiter stirbt und macht hier auch wieder seinen Jump. Jetzt ist ein Schwein alleine. Den freezen wir. Ich will das nicht, dass das Schwein stirbt. Okay, der Reiter hat es jetzt auch durchgeschafft durch die Mauer mit seinem Hammer. Cooles Design. Cool sehen die aus. Ja, die leben alle. Die kriegt man nicht down. Die Schweine können auch über die Mauern springen, aber der Typ nicht. Ja, die sehen sehr cool aus. Die machen auch richtig Damage. Fett. Das ist eine geile Truppe. Cooles Design. Okay, ich habe meine Siege-Maschine nicht benutzt und meine ganzen Zauber nicht benutzt und den Wardo die Fähigkeit nicht. Ach, guck mal, hier seht ihr. Seht ihr, hier sind die Schweine einzeln. Sind die Schweine, die einzeln sind sogar schneller als die anderen Schweine? Ex ist auch noch da. Coole Truppe. Die machen doppelten Schaden an Mauern. Mal kurz freezen. So, ich würde sagen, wir hauen die Schweinereiter rein. Warden kommt dazu. Hier die Gladiatoren. Warden zünden. Viele Reiter erwischt. Heilzauber rein. Die sind echt, das ist einfach unaufhaltsam. Die sind unglaublich. Die sind echt krass. Ey, wie die einzeln noch sind. Die sterben halt und leben dann noch weiter. Wie random. Da stirbt auch gar nichts. Höchstens splitten die sich mal. Allerhöchstens. Aber dann leben die Schweine und die Reiter noch selber alleine weiter. Okay, das ist verrückt. Das fühlt sich gerade wie einer der einfachsten Angriffe überhaupt an. Noch einfacher als mit Elektro-Titan, oder? Ich weiß, der Gegner ist low, aber es ist ja keine Truppe gestorben. Also, das fühlt sich schon sehr stark an. Welcher Skin ist der coolste? Boah, der Liga-Wächter ist schon mächtig, oder? Ah, oh, also ein Queen. Alter, okay, der Pfeil fliegt so mäßig. Ah, okay, die beschwört die Pfeile so. Das ist krass. Sagen einige der King. Wieso sehen die alle aus... Warum sehen die alle aus wie aus Thor? Die sieht aus wie die Schwester von Thor. Ragnarok oder so. Die sieht ultra so aus mit der Maske. Der Typ sieht aus wie aus dem Thor aus dem ersten Teil, wo dieser komische Scheißroboter kam, den Loki befiehlt. Krovia so auch die Arme verschränkt. Ultra doll, hä? Das ist einfach alles Marvel-Skin. Die sehen alle krass aus. Und die Queen spawnt Custom-Bogenschützen. Oh, das ist krass. Ich glaube, ich fand die Queen am geilsten. Ja, doch, ist eine coole Szenerie. Oh ja. Mhm. Lavasee davor, cool. Was habe ich denn überhaupt für eine Szenerie ausgewählt? Fucking Weihnachtsszenerie, warum das denn? Das ist eigentlich noch der coolste, oder? Ein Clash Royale Skin. Hier ist die Clash Royale Arena und die gegeneinander kämpfen. Clash Royale finde ich am coolsten, oder? Geh mal hier hin, das wusste ich auch nicht. Skin wechseln? Doch, kaufen, guck mal hier. Oh, den Golem? Der sieht zwar nicht so cool aus, aber den finde ich irgendwie toll. Golem kaufe ich. Zack. Kein Bock mehr. Ja, wir machen nochmal irgendwann, Ich muss die Mauern maxen. Aber ich werde die Mauern nicht farmen. Die werde ich auf... Ich farme ja Free-to-Play-Account, wie bescheuert. Ich bin gerade frisch Rathaus 14 gegangen und habe jetzt hier schon so viele Mauern auf Level 15. Ich weiß gar nicht, ob wir Rathaus 15 gehen werden in der Free-to-Play-Challenge, weil wir sind ja ultra behind. Ich meine, guck dich das mal an. Hier ist ein Minenwerfer Level 3 und eine Luftabwehr Level 5, weil wir dafür keine Zeit hatten. Ist ein weiter Weg. Ja, das Dorf muss maxed werden. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, gerne den Kanal abonnieren.